Deutschlandweit streiken die Erzieherinnen und Erzieher und damit auch in Bremerhaven. Am Dienstag kam es zu einer Demonstration. Der Zug bewegte sich vom Theodor-Heuss-Platz bis zur Stadtverwaltung. Dort trafen die 250 Streikenden auf Oberbürgermeister Melf Granz. Herr Granz, kurzes Statement. Wie finden Sie das Engagement der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiter hier und auch natürlich der Eltern? Also ich finde, das Engagement ist vollkommen gerechtfertigt. Wir haben in den letzten 10 Jahren eine umfangreiche frühkindliche Bildung aufgebaut. Das heißt, heute werden ganz andere Ansprüche an Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen gestellt. Es gibt einen Landesrahmenbildungsprogramm, der ist einzuhalten. Es muss also heute richtig den Kindern Fertigkeiten beigebracht werden, das erste Wissen beigebracht werden. Es sind Eltern intensiv zu begleiten, es sind Schulübergänge zu begleiten. All dieses hat den Beruf viel verantwortungsvoller, viel intensiver gemacht. Die Ausbildung dauert mittlerweile 4,5 Jahre. All dies muss seinen Widerhall dann auch bei einer angemessenen Bezahlung finden. Ich setze auf einen Kompromiss der Tarifvertragsparteien, der jetzt aber auch her muss. Der Kompromiss muss her. Geben Sie mal eine Schätzung ab. Wie lange wird noch gestreikt? Ich vermute, dass wir am Ende der Woche ein Ergebnis sehen werden.